Hi, weiter geht's mit God of War Ragnarok. Wir sind mittlerweile in einer Mine angekommen. Schon Das mit dem ist Boot wunderschön. hier schon tief hineingefahren und an zahlreichen Sachen vorbeigefahren, die man sehen konnte. Aber ich gehe mal davon aus, dass Schau, wir da jetzt gleich da durchgehen. drüben ist eine Tür. Da könnte Tiere sein. Ja, und das könnte ein Rätselraum sein. Dahinter ist auf jeden Fall was. Wer das geschrieben hat, hatte ein Auge fürs Detail. Ist das so? Die Gruft. So, ich muss hier jetzt irgendwas machen. Ich würde mal sagen, da ist was, was wir wegmachen können. Klingt, als sei das Wasser jetzt in Bewegung. Was jetzt? Das ist die Frage. Wir frieren es mal ein. Es hat geklappt. Auf zur Tür. Los. Okay, das war super Zufall. Dass ich das Wasser genau an der Stelle da gestoppt habe, aber so musste man das machen. Tier? Na, hier scheint Tier jedenfalls gerade nicht zu sein. Er muss hier irgendwo sein. Diese Mine ist riesig. Atreus, bei was genau willst du Odin aufhalten? Du sprichst, als kennst du seinen Plan. Den kenne ich nicht. Weshalb sind wir... Brüder! Mit dem Fimbulwintereinbruch und Ragnarök vor der Tür wird Odin zu allem entschlossen sein. Was auch immer er planen mag, es wird sicher niemand außer ihm selbst davon profitieren. Ganz genau. Ich glaube, Atreus weiß ein bisschen mehr, als er sagen möchte. Komme ich da hoch? Ja. Das ist ein Heilstein. Brauche ich den jetzt? Kann man das Regal auch zertrümmern? Nein. Aber da kommen wir durch. Ich sehe den nächsten Da Rätselraum. ist noch eine Tür. Vielleicht ist er dort. Ja, vielleicht auch nicht, so wie der bei der Tür vorher. Okay, ich komme hier rüber. Okay, Besuch. Hinter dir! Vorsicht! Ja, alles okay. Alles in Ordnung. Kann ich hier irgendwas mit der Axt machen? Nee, da sind wir mit dem Boot lang gefahren und da haben wir ein bisschen was von der Umgebung schon gesehen. Ist das Loch hier aus irgendeinem Grund da? Da sieht man eine Brücke hier oben. Aha. Es lohnt sich immer wieder, was kaputt zu machen. Was steht da? Aber es ist nur für den Kodex-Eintrag da, ne? Ja, man sieht ein bisschen mehr von dem Raum hier, wo man vielleicht was machen kann. Aber hier scheint sonst nichts weiter zu sein. Zum Glück haben wir nachgeschaut. Ja, zum Glück bin ich neugierig. Okay, du gehst da lang, dann gehe ich hier lang. Okay, da muss man ja irgendwie hinkommen können, ne? Ist hier sonst noch was? Sieht auf jeden Fall so aus, als ob man da nicht lang kann.
Ich finde es gut, dass Atreus vorgeht. Dann gehe ich immer nämlich genau da lang, wo er nicht hingeht. Ah, da haben wir was. Ich will dich nicht entmutigen, aber das ist eben eine Mine. Mimir, das ist entmutigen. Habt ihr das dort gesehen? Was? Ich sehe da hinten eine Kette, wo man hoch kann. Und ich sehe hier Gold, was den Weg versperrt. Was? Ah, Moment. Kriegt man das von hier aus kaputt? Ich glaube nicht. Ich glaube, das geht nur von der anderen Seite. Das ist auf jeden Fall was zum in die Luft jagen. Das ist für später, denke ich, eine Abkürzung. Da oben links, hinter dem Kran, ist eine kaputte Tür. Wollte Tyr fliehen? Sehen wir nach. Okay, dann gehe ich erst nach rechts, wenn du das hast. Wie gesagt, immer das tun, was er nicht möchte. Er bleibt auch da, okay. Da können wir wieder was runterkicken. Was machen wir damit? Das Wasser umleiten. Sollte jetzt voll in Betrieb sein. Fast geschafft. Und von hier aus komme ich daran. Ist das doch keine Abkürzung, sondern was Optionales. Wir kommen wieder. Das Geräusch gefällt mir nicht. Oh, da ist jemand Dickes. Es ist noch eine Tür. Machen wir den Weg frei und sehen nach. Über dir, pass auf! Ja, ich hab's gesehen. Wie kommt man zu denen hoch? Hallo? Ich werde den wohl noch nicht mit Atreus die ganze Zeit abschießen müssen. Schieß mal darauf. Das hat irgendwas hier zerbrochen. Ja, der soll runterkommen. Also ich kann den mit Atreus abschießen, aber... Da mal. Was soll denn das? Moment. Da. Hallo, nimm das. Warum nimmt er das nicht? Das andere konnte er doch auch nehmen. Autsch. Ja, ja. Alles nur Formsache. Ah, das ist ausgewichen. So. Dann mal auf zur Tür. So. Kann ich jetzt das Ding aufnehmen? Okay, weil ich im Kampf war wahrscheinlich. Ging's nicht.
Okay, da können wir Gold wegsprengen. Aha, dahinter ist eine Kiste. So, was ist hinter dieser Tür? Okay. Eine Sackgasse. Sackgasse ist prinzipiell erstmal was Gutes, würde ich sagen. Den können wir wohl nicht nehmen. Okay, das ist anscheinend nur Dekoration. Das ist das Ding, was ich mit dem Burg gesehen habe. Eine Statue. Für die Asen gemacht. In der Tat. Und dann von Altjof, dem Dieb, gestohlen. Was gibt es denn hier alles? Also einiges. Es gibt zwei Nornentruhen, zwei legendäre Truhen, drei Wissensmarkierungen, ein Artefakt und ein Raben. Drei Artefakte meine ich und drei Sachen, die ich noch nicht entdeckt habe. Naja, wir sind doch erst am Anfang, ne? Aber das heißt trotzdem Augen offen halten. Okay. What? Moment. Hier muss ich was mit dem Wasser machen. Das da einfrieren, richtig? Ja, aber nicht an der Stelle. Unglaublich. Das überfließende Wasser treibt den Kran. Raffini. Wir werden im Nu da oben sein. Und jetzt? Geschafft! Los, fahren wir mit dem Aufzug. Tier muss nah sein. Gut, Gedankenspiel. Wie muss sich Tier in dieser Mine wohl fühlen? Wäre ich von Odin eingekerkert und dann endlich frei? Odin stände ganz oben auf meiner Liste, aber ich würde einfach nur irgendwas bekämpfen wollen. Bloß um zu wissen, dass ich es noch kann. Aber ich brauche, sei mal, hinter dieser Tür ist immer noch nicht Tier. Natürlich nicht. Tier? Oh, was ist hier passiert? Nächster Rätselraum wahrscheinlich. Das könnte eine Dings-Arena sein. Ja, ist gut. Wir gehen auf Chaos, denn wir sind gegen diese kleinen Viecher besser. Ja, ich hau hier alles zu Kleinholz, dann treffe ich alles auch. Okay, da ist ein Mannequin im Weg. Den muss ich da gleich rausziehen. Das war jedenfalls nicht Tier. Ach! Schauen wir uns um. Darauf wäre ich jetzt aber nicht gekommen, dass das nicht Tier ist. Gibt's hier noch was anderes? Er hat es nicht rausgeschafft. Nee. Offensichtlich nicht. Kann ich mit dem Wasserkram hier irgendwas machen? Irgendwie einfrieren? Nee, ne? Nun, sieht nicht so aus. So, wo ist der Typ, der in der Wand steckt? Da, ne? Ja. So, zieh den mal raus. Ist das ein Relikt? Reliktschwerheit. Reliktien gewähren eine Spezialfähigkeit, die mit einem Anleitungskreis aktiviert wird. Rüsten Sie die Relikte in Ihren Waffenbildschirm aus. Okay.
Das ist neu. Magien-Talisman gewährt für kurze Zeit einen Nahkampfschadenbonus. Durch Verbessern werden der Effekt und dessen Dauer erhöht. Oh, das ist nett. Und dazu muss man nur L1 und Kreis drücken. Ah, jetzt können wir es testen, ne? Ach, da kriegt man diesen Buff, Gabel der Stärke. Gift zu deiner Linken. Noch mehr? Von links. Autsch, autsch, hör auf. Sonst wird Kratos sauer. An die Wand. Wir müssen ihn runterholen. Mache ich gleich schon. Da ist er. Siehst du, Atreus, ist von alleine gekommen. Du musst nicht immer so pessimistisch sein. Okay. Wenn das so viele sind, dann können wir hier in die Vollen, denke ich, gehen. Okay, waren nur noch zwei. Aber die haben reichlich rote Kristalle auch dagelassen, dass mein Rage wieder voll wird. Ja, wo ich den Typen rausgezogen habe, ist schon klar. Noch eine leere Kammer. Ich würde sagen, vielleicht wird es Zeit. Nein, sag's nicht. Wir werden ihn finden. Da. Noch eine Tür auf der anderen Seite. Na los. Mhm. Wo denn? Ja. Jetzt sind wir ein bisschen höher als eben, ne? Sind wieder in den gleichen Raum, aber eine Ebene höher. Da sind noch ein paar Fässer, wo wahrscheinlich Quecksilber drin ist. Das Erz, das wir kennen? Ja, darauf kannst du schießen, ne? Geht doch. Ich glaube, wir sind jetzt höher als bei dem Stopp bei Sindri. Diese Mine ist eine gigantische Spirale. Ja. Und hier kann ich einen Dings runter machen. Wo lande ich denn da? Ach so, ach so, ach so. Das habe ich gar nicht gesehen, als ich da lang gegangen bin. Ich muss sagen, das Level-Design im Spiel bisher ist eine 1 mit Sternchen. Die ganzen Abkürzungen so, dass die Gebiete dann, wenn du irgendwelche Sachen suchst, dann schneller zu durchforsten sind. Das ist echt gut. Also so ein gutes Level-Design kenne ich sonst nur vom From Software. Von älteren From Software-Titeln. Sagen wir mal. Hören. Aha. Möchte ich das hören? Ist die Frage. Das war vielleicht ein Fehler, den jetzt schon zu nehmen. Eine Statue. Nicht irgendeine Statue. Ist die letzte, ne? Hing über dem Jawohl. Erbaut von Dürin dem Großzügigen. Ich glaube, das waren alle Rebellenartefakte. Bringen wir sie zu Brock, wenn du Zeit hast. Ja, ja. Ein paar habe ich ja schon bei ihm verhökert. Oder bei Sindri dann. Vielleicht kriegt man jetzt was Besonderes noch, wenn das Set voll ist.
Ja, und weil das Feuerwesen sind, werden wir die Axt nutzen. Ja, ja, ich hab Rage. Alles okay. Das... Ah! Okay, das werden langsam viele. Linke Seite! Lass mich den umhauen. Au, Scheiße! Wieso bin ich auf einmal so laut? Okay, ich muss ein bisschen aufpassen. Ah, shit, da oben ist ein Kristall. Ja, komm, wir nehmen den Heilstein. So viel heilt er gar nicht auf, um ehrlich zu sein. Ich bin gleich schon wieder tot. Atreus, komm, Gas. Ja, ich bin wieder tot. So, ich hoffe, der Heilstein ist jetzt nicht verpulvert. Ah, der Kontrollpunkt zackt ein bisschen, muss ich sagen. Oder? Ja, okay. Nein, ich habe nichts gesagt. Ist in Ordnung. Ich muss nur das... Ja, ich habe mich da eben nicht so ganz gut angestellt, muss man sagen. Links von dir! Hinter dir! Vorsicht! Scheiße! Und ich sollte vielleicht den Bonus mal benutzen hier, den ich eben bekommen habe. Ja, wir haben beim anderen Loch gegen sie gekämpft. Komisch. Ist ja gar nicht so schwer eigentlich, ne? Man muss sich nur ein bisschen konzentrieren. Ein Fail ist drin. Chaosfunke. Ui, die nächste Karte. Ich brauche aber zwei für die nächste Verbesserung, glaube ich. Was haben wir da drin? Verstärkter Frostknauf. Aufgegeben. Es ist unwahrscheinlich. Tyr ist hier, das weiß ich. Tyrlin hat uns zum Eingang der Mine geschickt. Wir müssen nur weitersuchen, bis wir ihn finden. Du sagtest, ich habe das Kommando. Und ich sage, wir suchen weiter. Also hör auf. Sieh dich vor. Ich folge dir. Aber ich spreche aus, was ich sehe. Du musst mir nicht zustimmen, aber so wirst du nicht mit mir reden. Verstanden? Jawohl. Ich sehe eine gewisse Spannung zwischen den beiden. Ist hier noch was anderes? Nein, ne? Naja, waren zwei Sachen. Einmal dieses Loch und die Kiste halt.
Es ist für später eine Abkürzung. Und hier müssen wir weiter, oder? Was kann ich hiermit machen? Hängt fest. Was ist los? Warum geht das nicht? Gute Frage. Blockiert. Von was? Ah. Sie ist jetzt frei. Ich bin bereit. Ich auch. Glaube ich. Oder? Ja. Hui! Noch eine Tür. Die muss es sein. Das sagst du gefühlt schon eine Ewigkeit. Okay, da müssen wir wieder den Kran nach oben machen, aber hier geht's auch noch lang. Wohin haben wir die Räder mit Wasser? Hinüber. Such einen anderen Weg. Ach so. Kratos kann da gar nicht lang. Hier ist eine Kurbel. Mhm. Atreus, hier noch ein Gedankenspiel. Würde jemand wie Tyr, der sein Leben lang kämpfte, sich wirklich beweisen wollen? Der Beweis hinterlässt eine Spur der Zerstörung. Aber wenn die Spur der Zerstörung ein Haufen Schurken ist, wieso ist es dann wichtig? Du bist stark und hast richtig gehandelt. Krieg ist kein Maßstab für menschliche Stärke. Ich hoffe, das verstehst du irgendwann. Okay, Kurbel erstmal. Was passiert damit? Sieht aus, als lässt diese Maschine Erz in den Wasserdruck fallen. Aha. Was bringt mir das? Moment. Kann man das unten einfrieren? Ich friere mal da ein. Betätige mal. Mach mal kaputt. Das bringt nichts. Holen wir die Erz wieder. Ah, jetzt sind sie stehen geblieben. So, dann mach kaputt. Aha! Dann bewegt sich das in die andere Richtung. Und was genau hat das jetzt gebracht? Ich werde noch nicht wirklich schlau daraus, muss ich... Moment. Was passiert? Ah. Jetzt komme ich hier rüber. Ohne Atreus. Das hat nicht ganz geklappt. Was könnten wir noch machen? Weiß ich nicht. Jetzt bin ich wieder hier oben. Was bringt mir das? Kann uns das Einfrieren helfen? Dann geht das wieder runter. Also ich bin sicher, dass ich da einfrieren muss. Aha! Dann ist da eine Plattform. Ah, Moment! Ich verstehe. So, klack, klack, klack. Die Felsen schwimmen. Ich hole meine Axt zurück. Und weil die Felsen da bleiben, dreht das Rad weiter. So, jetzt müssen wir das da einfrieren. Und dann komme ich rüber. Und jetzt muss ich die Dinger in die Luft jagen. Und ich komme rüber. Ich komme zur Tür. Da sind wir.
Ja, okay, Leute. Wir sind am Ende der Folge. Wir machen mal nächstes Mal weiter. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Das würde mich riesig freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.